In Mecklenburg-Vorpommern stehen rund 12.000 Unternehmen vor der Nachfolge. Eine riesige Herausforderung für die Wirtschaft des Landes. Längst haben Politik, Wirtschaftskammern und Unternehmerverbände Handlungsbedarf erkannt. Im Rostocker Tri-Hotel fand am 13. November die dritte Unternehmerrunde zum Thema Unternehmensnachfolge statt. 2015 hatten die Organisatoren die erste Veranstaltung organisiert. Die Resonanz war überwältigend. Auch dieses Mal waren rund 60 Interessierte der Einladung des Unternehmerverbandes Rostock-Mittleres Mecklenburg gefolgt. Also ich glaube, zum einen ist es, dass wir regionale Fachexperten da haben. Also der Expertenkreis, das Expertenteam setzt sich zusammen aus Steuerberatern, Rechtsanwälten, Unternehmensberater. Die Veranstaltung besticht nicht nur durch die regionalen Experten, sondern durch konkrete Beispiele aus der Praxis. Eines wissen die Experten, keine Unternehmensnachfolge gleich der anderen. Ja, das eine ist, genug Zeit mitbringen. Man kann sich die Sache nicht übers Knie brechen, sondern man braucht etwa 2 bis 5 Jahre für den Nachfolgeprozess. Und das Zweite ist, was ganz wichtig ist und was heute auch noch mal klar geworden ist hier in der Besprechung, man muss die verschiedenen beruflichen Professionen mit ranziehen, also Steuerberater, eventuell Rechtsanwalt, Unternehmensbewerter, Notar, das ist erforderlich. Grundsätzlich können wir 2 Formen der Unternehmensnachfolge unterscheiden, familienintern und familienextern. Ja, ich denke, eine gute Vorbereitung tatsächlich des Nachfolgeprozesses und wenn dann noch kein Nachfolger da ist, auch eine sehr zielgerichtete Suche eines geeigneten Nachfolgers. Am Ende sollte man sich frühzeitig mit seinen Kindern zwar unterhalten, aber man muss halt einfach aufpassen, keine Fallstricke zu übersehen, offen und ehrlich über seine Bedürfnisse zu sprechen und auch zu sagen, klar auch auszudrücken, was man braucht noch, welches Geld, welche Erwartungshaltung man hat. Gerade bei der familieninternen Unternehmensnachfolge spielen neben rechtlichen und steuerlichen auch psychologische Aspekte eine Rolle. Auch hier hat die dritte Unternehmerrunde einen Experten parat, Dr. Stefan Maas. Er hat zum Thema dissertiert. Es kommt darauf an, dass man berücksichtigen muss, es gibt 2 Sphären, die hier eine Rolle spielen. Das eine ist die unternehmerische Sphäre und das andere ist die familiäre Sphäre. Und die wird häufig vernachlässigt. Es gibt auch nicht so sehr viel Literatur dazu. Hier muss man sehr viel Augenmerk schenken auf die Beziehungen in der Familie, die Beziehungen zu den Kindern und auch die Beziehungen zu den Ehepartnern oder Lebenspartnern der Kinder. All diese Konstellationen bzw. diese Partner spielen eine Rolle, wenn es darum geht, das Unternehmen erfolgreich zu übertragen. Die dritte Unternehmerrunde zur Unternehmensnachfolge hat den Gästen der Veranstaltung konkrete Hinweise gegeben, wie sie das Thema angehen können. Auch für die Experten war das Interesse eine Bestätigung. Wir haben alle Fachvorträge ordentlich durchgekriegt. Ich glaube, die Einzelgespräche kommen dann in den Vertiefungsworkshops im Januar, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt sind alle mit sehr vielen Informationen versorgt, müssen das erstmal sacken lassen. War eine runde Veranstaltung bis dahin, freuen wir uns. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zusammen mit Essen und ein bisschen Musik dazu. Für Mecklenburg-Vorpommern bleibt das Thema Unternehmensnachfolge hochaktuell. Für das Land spielen Sein oder Nichtsein von 12.000 Unternehmen eine Rolle. An jedem Unternehmen hängen Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und ein Stück Unternehmenskultur. Ohne diese vielen tausend Unternehmer und Unternehmerinnen sähe es im Land ziemlich düster aus.